Also alle, die gehen wollten, wurden am Schluss einfach zurückgelassen als Patienten. Also wer weiß, wie viele Angestellte eigentlich hier drin sind als Patienten. Wow. Ich glaube, es ist gleich soweit. Die Musik lässt Hoffnung erhäuten. Ich möchte hier raus. Ich habe es satt, hier zu sein. Das Trauma ist zu tief. Es liegt mir zu tief in den... Zu tief im Fleisch. In den Gedanken, in der Seele. Alles zerstört. Nur noch eine Hülle. Voller nichts und gar nichts. Murkoff Psychiatric Systems, Mount Massive. Zu Murkoff ARD-Zeichner Einrichtung. Warnung, Level Triple Schwarz. Sicherheitsprotokoll. Inklusive chemischer Fixierung, physischer Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammern sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulierung für alles Personal innerhalb von 500 Metern den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzinationen angesehen und ignoriert werden. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen oder von was? Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind physisch blind, aber nicht unsehend. Okay. Anmerkung: Sicherheitsfreigabe für Projekt Wallrider ist nicht gültig für Informationen über die Patienten 14306-8, 14279-1 und 14868-1. Eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und ein dementsprechendes Protokoll eingereicht. Werden. Okay, von da kam ich jetzt, oder? Oder von wo kam ich? Ne, von hier. Die Musik lässt mich vieles erhoffen. Ist es bald vorbei? Sind wir endlich frei? Haben wir es geschafft? Türen sind verriegelt. Überall Verwüstung und Blut. Ich will weg von hier. Ich will einfach bloß weg von hier. Wahrscheinlich muss ich runter, oder? Ist hier eine Tür zu? Die Tür ist offen. Dann gehen wir gleich runter, aber hier geht's noch lang. Ich glaube, in die Bibliothek war das damals. Okay, hier geht's doch nicht lang. Haben wir es geschafft? Sind wir frei? Kann ich endlich das Exit erreichen? Mr. Park! How the fuck are you still alive? Let's... help me up, please? Really? Jetzt willst du meine Hilfe? Spuck auf dich. Jeremy Blair. Jeremy Blair, der Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Ein Mann, der mich hätte heute mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung und ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt, sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden. Tue ich wirklich. Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverlassenen Ort zu flüchten. Ich komme nach Hause, Lisa.
komme nach Hause. Really? Stirb, du verdammtes... Aber danke, Billy. Oder Wallrider. Was soll ich, wie soll ich dich nennen? Du hast vielleicht mein Leben gerettet. Und dann werde ich hier elendig verrecken. Das ist alles, was von Jeremy Blair übrig bleibt. Mount Massive. Das war's. Ich bin weg. Wir sehen uns nie, nie, nie wieder. Ich bin frei, ich hab's geschafft. Mein Auto steht dort vorne. Ich hoffe, die Schlüssel stecken. Was für ein gottverdammtes Drecksloch das ist. Schaut es euch an. Soll niederbrennen. Die Hölle auf Erden. Was ist das? Jeremy Blair als Wallrider? Come on, fahr schon los. Bitte, lass mich jetzt hier nicht verrecken. Komm schon. You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Drücke das Bildmaterial hochzuladen. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Murkoff muss bezahlen, egal was es kostet. Niemand soll das Drecksloch jemals mehr erleben. Das war's. Whistleblower. Das war's mit Outlast Whistleblower, dem DLC. 2 Stunden voller Schrecken und Horror. Wieder einmal hat mich Mount Massive zu Tode gefürchtet, ängstlich gemacht. Aber das war's mit Outlast 1. Und wir werden uns bestimmt im Outlast 2 nochmal sehen. Ich hoffe zwar nicht, aber wir sehen uns bestimmt wieder bei Outlast 2. Was für eine verdammte Scheiße das war. Unglaublich. Diese Outlast-Spiele sind so krank.
Aber ich hab's geschafft. Ich habe überlebt. Wahrscheinlich mit viel Geschrei. Mit vielen schrecklichen Gesichtern, die man zu einem guten Best-of zusammenschneiden könnte. Mal schauen. Auf jeden Fall war's das für Mount Massive. Hat Spaß gemacht. Vielleicht ein bisschen wenigstens. Aber trotzdem hasse ich Horrorspiele eigentlich. Keine Ahnung, warum ich mir das immer und immer wieder antue. Aber das war's. Somit vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Outlast Whistleblower. Wir sehen uns bestimmt wieder. Haut rein und bis dahin. Tschüss. When you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to see what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith.